Ja, hat man auch nicht einen Tag, dass man mit Chariots of Fire den Talk beginnt. Ich bin sehr, sehr froh, dass Sie hier sind. Sandy and the Wild Bombets sind hier bei uns aus dem schönen Ruhrgebiet. Jawohl, haben wir schon richtig knackige, coole Musik gehört, Rock'n'Roll und Rockabilly. Vielleicht ganz kurz nochmal die einzelnen Member natürlich nochmal vorstellen. Wir fangen an mit Mr. Mark Twang an der Gitarre, eben gehört an seiner Seite natürlich Sandy Wild macht den Gesang. Dann geht es weiter mit Marvel Storm am Bass. Klingt ein bisschen wie Superhelden, die Namen, finde ich sehr, sehr cool. Und Maddie Stroke an den Drums und das aktuelle Album. Da vorne steht es nämlich auch, The Girl Can't Help It. Wie seid ihr überhaupt auf die Schiene Rock'n'Roll, Rockabilly gekommen? Gerade auch, ich habe gehört, gerade auch im Ruhrgebiet gibt es, glaube ich, einiges oder einige Bands, die in dem Bereich unterwegs sind. Stimmt das? Das stimmt. Also ich komme eigentlich aus Ostfriesland. Ein Nordlich. Und, ein Nordlich, genau. Und ja, also ich bin in einer ziemlich Rock'n'Roll-verrückten Familie aufgewachsen. Ja. Also mein Vater ist Plattensammler, der hat tausende von LPs, also alles Chuck Berry, Wanda Jackson, Rockabilly, Rock'n'Roll, Elvis. Country, Elvis natürlich. Elvis natürlich, darf man nicht vergessen, ja. Ja, also ich hatte eigentlich praktisch keine andere Wahl, ne, als diesen Weg irgendwann einzuschlagen. Und wie habt ihr euch denn im Endeffekt als Band dann auch zusammengefunden? War es ein langer Prozess, wirklich auch die richtigen Mitglieder zu finden, die richtigen Musiker dann? Ja, das war ein recht langer Prozess. Also ich muss sagen, also ich habe von Ostfriesland, ich habe dann irgendwann in Bremerhaven gewohnt, ja. Hatte da auch lange gesucht, habe dann Rock'n'Roll-Musiker gefunden und hatte da auch eine Band, bin dann die hieß vorher The DuckTales und mit mir zusammen als Sängerin hieß sie dann Sandy in The DuckTales und ich habe aber nicht so lange in Bremerhaven gewohnt, also musste ich diese Band leider bald aufgeben. Ja. Der Gitarrist von dieser Band, der hatte einen sehr guten Freund, hat immer noch, hat. Natürlich. Schlagzeuger ist er. So, und der hat dann mal einen Gig mit uns mitgespielt, ja. In Bremerhaven. Und dann sind wir uns irgendwie so in Erinnerung geblieben irgendwie. Und als ich dann nach NRW, also nach Essen gezogen, ja. Bin, ja, war ich natürlich wieder auf der Suche nach Musikern. Und da habe ich ihn dann wieder getroffen. Ja, und seitdem waren wir beide zusammen auf der Suche. Ja, das Coole bei dem Album finde ich, The Girl Can't Help It, ihr habt es aufgenommen. Ihr wollt ein paar gut produzierte Demos haben, aber dann habt ihr euch entschieden, warte mal, das Ding ist so gut geworden, es hat alles gepasst, hat alles funktioniert. Wir machen es wirklich offiziell auch als Album. War das so die Überlegung dann bei euch? Eigentlich hat der Markus das entschieden, unser Label-Schlumpf, okay. Hat irgendwie gesagt, er wollte da lieber eine CD draus machen als ein Demo. Und so ist es dann. Und so hat es funktioniert. Wie sagt ihr auch, weil es sind zum Teil, ich will nicht sagen kuriose Songs dabei, aber es sind natürlich Songs dabei, die viele Leute vielleicht gar nicht mehr so kennen. Beispielsweise ein Song von Elvis. Ich kenne es zumindest aus einem seiner Filme. Ende der 50er Jahre hat er mal einen Film gemacht. Ich glaube, Gold aus heißen Kehlen hieß dieser Film. Und da habt ihr ja auch einen Song mit drauf. Aber wie seid ihr auf die doch sehr speziellen Songs gekommen, die mit drauf sind? In erster Linie hat der Marcel da viel ausgesucht, ja. Und wir fanden halt Sandys Stimme richtig geil und haben gesagt, okay, da brauchen wir ein paar Songs und der Marcel hat dann schön ausgesucht. Und, ja. Ja. Was ist eine schöne Mischung, weil ihr habt auch Ballroom Blitz beispielsweise drauf von The Suite. Erinnert mich immer so ein bisschen an Wayne's World, weil das Ding ja irgendwie auch in dem Film war. Oder die Rocky Horror Picture Show. Selbstverständlich, ja. Natürlich, ja. Da auch. Abgedreht, ja. Das war, glaube ich, meine Idee. Ja. Wo kann man euch momentan sehen? Weil ihr seid unterwegs, jetzt nicht unbedingt im Raum Nordrhein-Westfalen. Nee, wir sind eigentlich mehr im Ausland, als wir hier sind. Ja. Und am besten, also in NRW eigentlich gar nicht. Wie kommt's? Ihr seid nicht in der Heimat unterwegs. Außer auf NRW-TV. Aber vielleicht gibt es ja da draußen irgendeinen Booker, der uns nach NRW buchen möchte. Auch für andere Termine auf unserer Homepage immer gerne, oder? Ja, klar. Hab die Seite auch gerade mal parallel auf, da können die Leute natürlich auch mal draufklicken. Steht natürlich auch alles bei uns auf der Homepage, auf nrw.tv, wo wir gerade über die Konzerte sprechen. Man munkelt, dass ihr vielleicht auch bald einen Gig in den USA haben werdet. Das wird natürlich auch eine richtig coole Geschichte, oder? Ja, sag du mal was dazu. Wo genau werdet ihr sein? Viva Las Vegas hat angefragt. Wir hoffen, dass das klappt. Wow. Für 2017 ist das mehr oder weniger geplant. Ja. Und könnte aber auch noch sein, dass wir 2016 sogar noch da im April spielen. Das ja. ist
entscheidet sich noch. Okay, oh, also ganz aktuell diese Woche werden wir dann vielleicht hören, ob ihr dann tatsächlich auch in den USA unterwegs sein werdet. Wir werden auf jeden Fall da unterwegs sein, aber irgendwie, ob es dieses Jahr noch klappt, ist halt noch nicht spruchreif. Ja, ihr habt natürlich auch ein paar Videos gemacht. Ich habe einen Song mal rausgesucht, der auch auf dem Album ist, den wir heute nicht spielen werdet, The Train Kept the Rolling. Und das Ding bei Facebook, wenn man mal auf die Seite geht, hat unglaubliche Zugriffszahlen. Also da geht es ja schon in den Millionenbereich bei euch rein. Ne? Das ist absolut irre. Ja, es ist nicht das aktuelle Video, was du gerade angesprochen hast, Train Kept the Rolling, das hat jetzt nur 200.000. Och, nur, ne? Aber das erste Video, was wir gemacht hatten, auch Just for Fun, irgendwie in ihrer Garage, die wir dann eben... Das war Wild One, ne? Das war Wild One, der Song, den wir gleich auch performen möchten, live dann natürlich. Und der hat jetzt mittlerweile innerhalb von 6 Monaten 2 Millionen Wahnsinn. Views auf Facebook bekommen. Und das ist natürlich eine Zahl, wo wir selbst kaum handeln können, entsprechend auch die Anfragen. Und daraufhin mussten wir halt selbst, eigentlich wollten wir alles selbst machen, haben dann Agenturen beauftragen müssen, Booking-Agentur. Hallo Jörg, vielen Dank für den guten Job. Ja. Sie sind deswegen dran. Sind wir ein bisschen überfordert dran. Mit den Terminen, die wir noch nicht jetzt aus dem Gedächtnis abrufen können. Aber wir arbeiten dran. Meldet euch, wenn ihr uns buchen wollt. Am besten beim Jörg. Oder direkt über unsere Homepage. Da steht alles. Oder unsere Homepage, Sandy. Wir gucken vielleicht einmal ganz kurz rein, wie das aussieht. Sandy and the Wild Wombats, ganz kurz mal reinguckt ins Musikvideo. Das ist unser Train. Train Kept the Rolling, Sandy and the Wild Wombats. Das ist das aktuelle Album. Viele Coversongs drauf. Ein Song werden wir allerdings gleich auch hören, der von euch selbst geschrieben wurde. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, das Album Nummer 2, ihr seid mittendrin in der Aber, glaube ich. Und wie sieht es da aus? Werden es auch viele Coversongs sein? Oder ist das ein Album, wo ihr gesagt habt, nein, wir müssen viel mehr eigenes Material oder viel eigene Songs auch mit reinbringen? Nee, also das nächste Album, wo wir gerade mittendrin sind, sind hauptsächlich eigene Sachen aus eigener Feder. Ja. Und eins davon hören wir gleich noch, I Miss Your Face. Mhm. Und ja, wir dachten uns eigentlich, das erste Album, viele Coversachen, damit man auch uns erstmal kennenlernt, klappt dann so auch besser. Aber jetzt möchten wir natürlich auch unsere eigenen Sachen irgendwie rausbringen. Wir sind sehr, sehr gespannt, wenn es dann soweit ist. Zurzeit ist das aktuelle Album hier vorne stets, The Girl Can't Help It, erhältlich. Das könnt ihr alles bei uns auf der Homepage nochmal nachlesen. Ja, und die Songs erstrahlen alle in neuem Glanz von Sandy and the Wild Wombats. Wir sind sehr, sehr froh, dass ihr hier seid und gleich noch 4 Songs bei uns live im Studio. Definitiv dranbleiben. Wir sind gleich wieder da und jetzt geht's hier erstmal weiter mit dem Sport. Vielen Dank. Musik.